Ich will hier nichts sagen, aber die Bewegungssteuerung ist cool. Gut gelegentlich muss man sie fokussieren mit R, mit der R-Taste. Aber so richtig... Hey, nein, die anderen, nicht mich. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, das könnten andere Spieler auch ohne Probleme mal einbauen. Wir wurden ja noch gar nicht getroffen. Super. Also damit zieht man sehr gut. Ist überraschend. Huch. Mein Kreuz ist weg, was? Was war denn das? Ein Riesenschiff. Das schauen wir uns mal an. Tun wir. Oh. Muss wieder schießen. Moment. Also muss ich sagen, also da bin ich ja wirklich gerade echt beeindruckt von dieser Steuerung hier. Die ist recht präzise. Hilfe! Was denn? Wo denn? Okay. Keine Sorge, ich helfe euch. Es reicht übrigens, wenn man einen bewegt. Man muss nicht beide bewegen. Ich dachte schon, die machen Lametta aus mir. Vielen Dank für die Rettung. Das ist aber cool. Also muss ich wirklich sagen, hier so als Spiel für Bewegungssteuerung, das ist cool. Es kommt noch mehr. Das können sie im Prinzip für mehrere Spiele machen. Das würde so als Zwischenspiel ganz lustig sein. Gut, die Fehlertoleranz ist natürlich auch groß. Ist klar. Entschuldigung, ich wollte dich nicht treffen. Volltreffer. Nettes Spiel. Wie gesagt, man muss nur einen Joy-Con kippen und mit der ZR-Taste mache ich es gerade. Sie sind wirklich gespiegelt. Man kann es auch mit dem linken machen und dort mit LZ schießen, wie ich gerade sehe. Also das ist kein Problem. Das funktioniert. Wie gesagt, wenn man hier die R-Taste, die schmale, über der Feuertaste sozusagen drückt, dann zentriert man wieder. So, das war's. Nein, vor uns. Oh Gott, ein großer. Ist das der Boss? Welch Koloss. Wir haben einen Boss vor uns. Toi, toi, toi. Kann ich den auch abschießen? Aber natürlich. Viel Glück. Bob-Oms. Ihr werdet gebraucht. Und zwar massiv. Viel Glück. Okay, da sind noch andere, die hier mich gerade blockieren wollen. Mehr oder weniger. Okay, hier lassen ganz viele Bobbys leider ihr Leben. Das tut mir wirklich leid für die. Aber das ist für die gute Sache, wenn ich das mal so sagen darf. Ich erwische ihn nicht. Er ist irgendwie zu weit weg. Doch, wir haben ihn endlich mal erwischt. Okay, er raucht schon. Rauchen ist gut. Also in dem Fall ist es gut. Sonst ist es nicht so gut. Also für die Gesundheit meine ich jetzt. Aber hier an der Stelle bin ich gar nicht abgeneigt, wenn der hier qualmt. Ey, lass mich da in Ruhe hier. Wie gesagt, das ist wirklich fast schon wie mit einer Maus zielen. Das gefällt mir. Das ist cool. Ich glaube, ich habe ihn. Ich denke, ich kann nicht mehr feuern. Haben wir ihn? Ist er besiegt? Ja, blödes Ding. Oh nein, er will uns rammen. Knall es ab, Mario, mach ich. Schieß mit allem, was ich habe. Es hat funktioniert. Mega klasse. Das haben wir alles nur Papas toller Luftgaliere zu verdanken, damit das klar ist. Nicht mir als Mario, nein. Wobei Mario ein wirklich formoser Schütze war bei meinem Wams. Und nun Abflug, junger Herr. Machen wir. Okay, Problem gelöst. Das war klasse, Mario. Du hast das ganze Schiff gerettet. Und die Explosionen von diesen Bobbys waren auch nicht ohne. Oh ja.
dass ich nicht lache. Ohne mein prächtiges Schiffchen hätte Mario blöde aus der Latzhose geschaut. Captain, großer König, Pilzpalast gesichtet. Beginnen Landeanflug. Super. Da ist er. Wo alles begann. Feind von was? Oh nein, noch ein Schiff. Oh. Und es hat uns gerammt. Das wird eine harte Landung. Eine sehr harte Landung. Autsch. Okay, wir leben noch, sind nicht zerknittert und es geht gut. Und noch eine Bruchlandung. Ich meine, na sowas, eine Bruchlandung. Ist seine Bowserhaftigkeit gar nicht hier? Tja, der ist vielleicht von Bord gefallen. Och nö, das mit der Luftgaliere wird Papa gar nicht schmecken. Die Versicherungskosten sind eh schon so hoch. Und wo sind wir überhaupt? Gute Frage. Wir waren fast beim Pilzpalast. Es sollte also rein theoretisch nicht mehr weit sein. Aber es ist ganz schön warm hier. Was ist denn los, Mario? Ist das nur du oder ist es hier tatsächlich unheimlich heiß? Die Welt brennt. Naja, mehr Vulkan, Feuer, ne? Nun, ich denke, dafür gibt es eine simple Erklärung. Wir müssen den Pilzpalast verpasst haben und sind direkt im Vulkan gelandet. Hey, hier oben! Ich bin's. Vergesst das olle Schiff. Ich baue wie immer einfach ein neues. Wie immer. Kommt einfach rauf zu mir. Ich muss euch was zeigen. Na dann los. Papa, dir geht es gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie dich noch kleiner falten. Wir sind gleich da. Wie ärgerlich, in diesem ganzen Torvaboro sind uns meine Besen und die Klauenkutsche des jungen Herrn abhanden gekommen. Wir werden uns wohl per Pedes, also per Fuß, fortbewegen müssen. Speichervorgang, super. Huch, hier am Rande ist es wirklich heiß, Mario. Ich mache mir Sorgen, dass dir etwas passieren könnte, wenn du hineinfällst. Einen Sturz in die Lava würdest nicht mal du überstehen, oder? Lass es uns lieber nicht rausfinden. Ja gut, wollte ich auch nicht. Ich wollte gucken, ob ich hier irgendwas abklopfen kann. Aber anscheinend nicht. Komme ich denn da hoch? Muss ich hier überhaupt hoch? Wo ist denn der Weg? Moment mal. Ich sehe was. Vielleicht hier lang? Naja, nicht wirklich. Schade. Okay. Ich frage mich gerade wirklich, wo ich lang muss. Okay, da geht's rüber. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, ach so, ich muss gar nicht von oben rüber, sondern es geht auch so. Was kommt nun? Nein! Gegner. Ganz viele. Hilfe! Sind das viele? Was machen wir denn jetzt? Es ist zu eng. Da kommen sie nicht durch mit ihren überdimensionalen Körpern. Dann hör auf zu kecken und lauf lieber. Wir müssen hier weg. Speichern. Ich hab den Eindruck. Au! Nein! Ich bin abgerutscht. Mario! Wir haben ja gerade gespeichert. Okay. Ich bin wirklich abgerutscht. Ich dachte, da wäre noch Platz, um an dem Gegner vorbeizugehen, aber ihr habt es ja gesehen. Abgerutscht und in die Lava gefallen, was zu einem sofortigen Game Over führt. Okay, aber gut zu wissen, wir müssen also sozusagen die andere Seite langlaufen. Nicht am Rand. Jetzt kommen die auch noch rüber. Na toll, es war klar, dass wir jetzt verfolgt werden in Massen. Gott, ist das kompliziert hier gerade, also im Sinne von, das wackelt aber ganz schön.
Kamek! Der Arme. Ich halte sie auf! Ihr anderen seht zu, dass ihr zu seiner Lieblosigkeit gelangt! Das machen wir, danke, Kamek. Er opfert sich für uns. Ich dachte, der will nicht solch opfern. Spreng dich mal. Danke. Danke fürs in die Luft springen, mein Freund. Komm mal her. Das ist super gemacht. Komme ich nämlich weiter. Der arme Kamek. Oh nein. Er wurde überrannt. Kamek! Du hast dich für uns geopfert. Ich danke dir. Wirklich? Ah, scheiße. Das war... Nein! Oh, woher soll man denn wissen? Es ist aber fies. Das ist wirklich fies. Okay. Oh, Bowser Jr. Nein! Auch nicht du noch. Ha, ich war sowieso in Stimmung für eine kleine Kampfrunde. Zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr Knalltüten. Der Arme. Pass auf dich auf, Junior! Es ist hochdramatisch hier gerade. Junior! Oh nein. Junior wurde überrannt. Oh nein, 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 nein. Die kommen zu nah, zu nah, zu nah. Er ist wütend. Danke, Bowser. Okay. Tja, also Kamek und Junior. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die kommen schon klar. Keine Sorge. Ich will hier nicht groß über meine Erziehungsphilosophie quatschen, aber Kinder müssen auch mal ein Risiko eingehen dürfen. So, jetzt schaut euch das mal an. Die Hauptkanone der Luftgardiere ist noch okay. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wenn wir uns da reinquetschen, können wir uns direkt durch die Decke schießen. Und dann sind wir direkt am Pilzpalast. Also, wer ist dabei? Ich melde mich. Ich melde mich freiwillig. Wir haben ja keine Wahl. Also, Feuer frei. Der Pilzpalast. Willkommen bei dieser wunderschönen Aussicht mitten auf einem Vulkan. Mit Loch im Rasen. Na, seht ihr? Wäre schon nett, wenn meine Genialität auch mal gewürdigt werden würde. Also ich finde dich ganz toll, Bowser. Ich bin beeindruckt, dass du so viele Schergen als dein Gefolge hast, wo du doch nur ein Gesicht bist. Aber erstmal kurz durchatmen. Wir müssen meinen Bruder aufhalten und Prinzessin Peach retten. Jo, das müssen wir, theoretisch. Aber wir haben hier übrigens was zum Abreißen. Wir sind in Welt 6 angekommen. Muss mal ganz kurz speichern. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich reise mal nach Toad Town. Ich gehe nochmal shoppen. Was? Die Röhren sind dein Spezialgebiet. Ich bleibe hier. Ja, warte mal ganz kurz. Wie gesagt, wir gehen shoppen. Dann kommen wir wieder Bowser. Ich gehe mal Sachen kaufen. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube... Die hier haben wir nicht freigeschaltet, oder? Hochseeturm. Doch, Hochseeturm haben wir freigeschaltet. Hier, die Fünfer. Wo ist denn die? Bad Elysium. Warpröhre. Doch, da waren wir auch, ne? Doch, da waren wir. Ich gehe nochmal ganz kurz hin, aber ich glaube, da war ich, ne? Ja. Okay. Mensch, dann habe ich ja alle Warpröhren freigeschaltet. Das finde ich geil. Das finde ich super. Aber wie gesagt, ich wollte ja mal shoppen gehen. So, dann shoppen wir mal eine Runde. So. Doch, shoppen erst da lang, weil da waren die Spezialsachen. Wir gehen erstmal gucken, ob sich da was Neues ergeben hat. Hi. Verkaufst du was? Und wenn was? Ich warte gerade auf neue Lieferung. Okay, kein neues Zubehör. Alles gut. Ich glaube, das
wundert mich eigentlich auch nicht, weil diese Verbesserung habe ich ja, glaube ich, alle auf Maximum bereits freigeschaltet. Was aber definitiv noch fehlt, sind neue Sachen aus dem Laden hier. Ne? Also wir müssten nämlich diese höchsten Stiefel mittlerweile freikaufen können oder kaufen können. Mal gucken. Ne, die können wir nicht. Die sagenumwogenen Stiefel können nicht gekauft werden. Na, dann gucken wir mal, was es gibt. Also, wir können Eisenstiefel kaufen. Die kaufe ich. Da kaufen wir wieder so, dass wir auf 10 sind. Na, ich weiß zwar nicht, was noch alles kommt im Spiel, aber dass wir sozusagen wieder ausgerüstet sind. Ich dachte, wir könnten die sagenumwogenen Stiefel auch noch kaufen, aber so wie es aussieht, sind die wirklich auf Pfund ausgelegt. Also sind die sparsam einzusetzen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. So, den haben wir, den müssten wir auch noch zweimal kaufen. Dann war das mit dem Kaufen doch nicht so extrem. Ich dachte, wir müssten mehr Geld ausgeben, aber es funktioniert so ganz gut. Okay, dann haben wir's. So, bin fertig. Es ging schneller als gedacht. Gut, dann reise ich mal zurück. Okay. Röhre 6. Direkt in die Mitte. Einmal benutzen. Und dann klicke ich jetzt hier nochmal auf Speichern. Na, endlich, hat der lange genug gedauert. Also los jetzt. Jo. Aber ich mache jetzt hier ein Speichern. Und das bedeutet, ich mache jetzt hier auch eine Pause. Willkommen zurück bei Paper Mario The Origami King. Und wir nähern uns dem Ende. Ich öffne das Tor. Ach, schöne Pleite, das fehlte gerade noch. Es ist verschlossen. Was denn? Ist es etwa abgeschlossen? Dann brauchen wir einen Schlüssel zum Pilzpalast. Warum klingt das nur so bekannt? Oh, wir haben so viele andere Schlüssel gefunden. Warum nicht diesen? Wir haben keinen einzigen gefunden. Das war einmal Luigi, wenn ich mich recht erinnere. Mario! Das ist ein Auto aus Mario Kart. Wo hat er denn das jetzt her? Du kommst genau richtig, Luigi. Wir freuen uns ja so, dich zu sehen. Halt dich fest, Bruderherz. Der Schlüssel, den ich die ganze Zeit suchte, ratet mal was. Den habe ich immer noch nicht. Nein. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn einfach nicht finden. Tut mir leid. Aber irgendwo muss er doch sein, oder? Mach dir keine Gedanken, Luigi. Du hast dein Bestes gegeben und das ist oft das Einzige, was zählt. Habt ihr auch gesehen, was ich gesehen habe? Da hängt ein Schlüssel in seinem Kart. Praktisch, dass er das Ding da geparkt hat. Pilzpalastschlüssel. Wow, der einzig echte Pilzpalastschlüssel. Ist es denn zu fassen? Ja, so einen großen Zufall, das ist selbst für Marios Verhältnisse einfach schon fast zu viel. Aber egal. Kein Wunder, dass dein Kart so lahm ist. Wie lange hast du das Ding da im Auspuff? Es war die ganze Zeit dort drin. Meine ganze Sucherei war umsonst. Oh nein, sonst wären wir gar nicht erst hier angekommen. Naja, du hast aber alle anderen Schlüssel gefunden. Immer wenn wir sie gerade gebraucht haben, das hat uns ganz oft weitergeholfen. Oh ja, und jetzt hast du uns den richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit gebracht. Toll, Luigi. Wirklich? Das ist ja, ich meine, keine große Sache, Bruderherz. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Ja, wenn es nur Glück war, ist es ja wirklich keine große Sache. Los jetzt, ab in den Pilzpalast. So, zu viert schaffen wir das. Möchtest du hier vielleicht nochmal speichern? Okay. Das klingt so, als ob wir doch recht schnell zum Ende kommen. Möchtest du den Schlüssel einsetzen? Ja. Ich bin gespannt.
Ich dachte, ich blende mich aus, aber wir haben natürlich den langen Gang wieder. Nicht schon wieder, wir haben ein Déjà-vu. Wie lange soll ich denn noch so bleiben? Gute Frage, Bowser. Aber wir haben wirklich ein Déjà-vu. Und jetzt kommen wir zu der Halle. Das ist ja wirklich wie am Anfang. Hi, Peach. Endlich bist du hier, Mario. Ich bin ja so froh, so froh. Prinzessin Peach, ich komme. Okay, das war jetzt irgendwie zu erwarten. Folgt mir. Was? Achso, sie. Folgt mir. Was passiert denn, wenn man Luigi folgt? Ach das. Okay. Wir müssen das nochmal machen. Aber gut, wir haben zumindest gesehen, was passiert, wenn man Luigi folgt. Ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, nicht wahr? Okay. Gut. Aber andersrum, das war ja jetzt nicht so weit. Deswegen, das kriege ich, glaube ich, noch hin, den Weg dorthin zu finden. Nicht schon wieder, das hatten wir alle schon. Also deswegen, ich lese das jetzt nicht vor. Ich klicke das einfach auch weg, wenn wir jetzt dann drin sind. Und dann folge ich auch der Prinzessin, hoffe ich. Allerdings habe ich das Gefühl, so einfach wird es dann auch nicht für uns. Weil, ich vermute mal, dass das hier sozusagen, nur die erste Falle von vielen war. So, folgt mir. Ich komme aber nicht zu ihr hin, oder? Ich komme hier lang. Lass zu. Geht nicht auf, wie wahrscheinlich ist auf der anderen Seite noch nicht mal irgendwas. Wieder mal nur das Nötigste gebaut. Aber sowas von. Wie immer. Die bauen ja immer nur das Nötigste, diese Toads. Ach, das ist traurig. Ne? Da baut, gibt man einen Auftrag, ein ganzes Schloss und was kriegt man? Nur eine Treppe und ein großes Tor. Aber hier geht's weiter. Okay. Ja, erstmal Pause machen. Was soll das denn? Was zum frisch polierten Pieksepanzer ist denn mit der schönen Burgmauer passiert? Muss wohl daher kommen, dass wir die Luftschlange entsorgt haben. Ja. Was ist denn das für ein komisch geformtes Ding? Mir ist fast so, als hätte ich sowas schon mal an der Stelle gesehen, wo früher der Pilzpalast stand. Okay. Ich glaube, hier ist nichts. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er kommt... Nein, hier ist eine Wand. Hier kommt er nicht raus. Ah, nein, ich wollte mich nicht nochmal setzen. Danke. Danke fürs Herz, aber das hatten wir gerade schon. Deswegen, alles kein Problem. Ich gehe mal weiter. Ja, wie komme ich denn jetzt da hin, wenn ich der folgen soll? Gut, das Tor geht hier nicht sofort auf und ja, man kommt außen rum. Okay. So, hi, öffne. Wir folgen ihr. Und nun? Nur euch wurde die Ehre einer persönlichen Einladung von König Olli zuteil. Kommt und werdet Zeugen eines einzigartigen Moments. Na gut, dann müssen wir eben ein paar Stufen mehr klettern. Also kein Thema. Also, ich hätte da doch was anzumerken. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Mein schönes Schloss. Das alte Schloss gefiel mir besser. Viel besser.